König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur König, Bube, Dame, Gast Sondersendung vom Podstock. Wir haben diesmal wieder eine coole Geschichte für euch. Es wird diesmal nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, aber schlimm genug. Und in diesem Wahnsinn begleitet uns der Hendrik. Hallo. Ansonsten ist natürlich der alltägliche Wahnsinn wieder dabei in Form des Sprumpels. Hallo Flo. Guten Abend. Und selbstverständlich Jonas. Juhu. Ja, wir wollen heute mit euch über eine weitere coole Kurzgeschichte reden, nämlich die Kiste. Und bevor wir richtig anfangen, Flo, gib uns nochmal die zeitliche Einordnung. 1943. Ist ein bisschen weit weg. Da wurde Bill Bronzini geboren. Ist ein amerikanischer Schriftsteller, den ich auch nicht so wirklich kannte. Er hat über 100 Romane geschrieben, Mystery, Western, Science Fiction, und er hat sehr viele Anthologien herausgegeben, darunter auch das Aberhaus Treasury of Horror and the Supernatural im Jahr 1981. In dem Buch sind über 40 Geschichten von meistens britischen und amerikanischen Autoren, die so von 1840 bis in die damalige Gegenwart reichen. Und auch Stephen King hat ein Vorwort beigesteuert und eine Geschichte. Die ist 2 Jahre vorher, 1979, in dem Manor Magazin Gallery, wir kennen es alle, erschienen. Bela hatte schon gesagt, die Kiste. Und diese Geschichte hat es noch nie in eine offizielle Sammlung geschafft. Warum wohl? Das werden wir heute diskutieren. Aber sie hat trotzdem, ist sie doch schon weit rumgekommen. Sie ist Teil des Episodenfilms Creepshow von 1982. Ist auch in der Comic-Adaption drin. Und ist es auf Deutsch erschienen im Sammelband Unheimliches und 1989 nochmal im Sammelband Das Stephen King Buch. Ja, ob sie noch eine andere Sammlung verdient hätte, das entscheiden wir heute. Aber erst erzählt uns mal Jonas, worum es in der Kiste geht. In der Kiste geht es um eine Kiste. Dexter Stanley ist Institutsleiter für Zoologie an einer nicht weiter genannten Universität. Dieses Institut zieht um in ein neues Gebäude und der Hausmeister macht Dex auf eine alte, ziemlich verstaubte Kiste aufmerksam, die anscheinend schon seit über 100 Jahren unter einer Treppe rumsteht. Die beiden gehen hin, nehmen die Kiste, packen sie ins Labor und öffnen sie. Auf einmal scheint irgendein seltsam schuppiges Irgendwas den Hausmeister zu packen und in die Kiste zu ziehen. Dex sucht nach Hilfe, trifft auf einen Doktoranden, Charlie nennt er sich, der sagt, ach Quatsch, Sicherheitsleute brauchen wir nicht, wir gehen ins Labor, der nimmt ihn scheinbar nicht ganz für voll. Dort finden sie dann allerdings keine Kiste mehr, sondern nur noch die Abdrücke der Kiste in Form von Blut. Man sieht genau, wo sie stand. Und es sieht so aus, als hätte ein Irgendwas wäre aus der Kiste gegangen und hätte diese wieder zurück unter die Treppe geschoben. Sie gehen wieder zur Treppe und Charlie bockt sich über die Kiste, um zu schauen, was da drin ist, und wird ebenfalls angegriffen und hineingezogen. Dex weiß irgendwie nicht mehr richtig weiter, ist einem Nervenzusammenbruch ziemlich nahe und sucht seinen Kollegen und Schachfreund Henry Northup auf. Die hätten eigentlich sowieso an dem Abend Schach trinken sollen, Schach spielen wollen. Prost. Dabei wahrscheinlich trinken. Auf jeden Fall trinken sie jetzt auf jeden Fall. Ja, Dexter erzählt die Geschichte, die passiert ist, und aus dem einen Trink werden mehr, und in einem der letzten schüttet Henry dann ein Schlafmittel, bringt Dexter nach Hause, der kriegt nicht mehr richtig mit, wie er heimkommt. Auf jeden Fall, als er aufwacht, sitzt Henry in einem Stuhl seinem Bett gegenüber und erzählt ihm, dass er die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat und seine Frau unter einem Vorwand ins Institut gelockt hat, Richtung Kiste geschubst. Sie wurde hereingezogen. Er hat die Kiste raffiniert in eine andere Kiste gepackt, zugemacht und in einem See versenkt. Dex ist erst ziemlich schockiert, dann ja, legt sich die Schockiertheit aber ein bisschen, weil er begreift, dass er nun, dass alle Spuren beseitigt sind. Arthur hat das übernommen, er muss niemandem was erklären, und außerdem haben die zwei Freunde jetzt viel mehr Zeit, um Schach zu spielen. Und das war's. Zu trinken. Ich danke dir für die Zusammenfassung, Jonas. Sehr gerne. Ja, jetzt ist die Frage. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit eine doch deutlich krudere Geschichte hinter uns gehabt. Allerdings auch hier
eine etwas kreativ gelöste Eheproblematik. Diesmal haben wir dafür eine andere Lösung gefunden. Wie steht ihr denn generell zu dieser Geschichte im Vergleich zum letzten Jahr? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, also wir haben diesmal eine bessere erwischt. Nicht wirklich gut auch, aber besser. Die erste Hälfte der Geschichte gefällt mir eigentlich sogar ziemlich gut, weil die erinnert mich so richtig an so eine klassische Lovecraft-Geschichte. Ist ein bisschen anders aufgebaut, als Jonas das chronologisch erzählt. Aber eigentlich treffen sich diese beiden Freunde und reden über die Kiste. Das ist so, ja, ganz klassische Geistergeschichte. Man sitzt am Kamin zusammen und erzählt die schrecklichen Ereignisse. Und das mochte ich. Und als dann dieser Twist mit der Ehefrau kam, dachte ich, aha, okay, nein. Das war dann nicht so mein Fall, aber bis dahin fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Jonas? Ich kann da Flo ziemlich recht geben. Also der Anfang war besser als das Ende. Das Ende war halt, es kommt mir so vor, als irgendwie sollte es zu Ende gebracht werden und ihm ist nichts Besseres eingefallen, als dann Arthur die Aktion ja in die Hand zu geben. Naja, wir dürfen nicht vergessen, zu dieser Zeit hat Stephen King sehr viel Schach getrunken. Und war sehr oft matt. Wie hat die Geschichte dir denn gefallen, Hendrik? Du hast ja mit uns letztens schon mal eine Folge bestritten, aber ansonsten ja nicht so viel King-Erfahrung. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz, ganz gut. Im Sinne von, ich habe mich unterhalten gefühlt. Wenn auch nicht auf eine gruselige Art. Ich muss mich da euch völlig anschließen. Die zweite Hälfte war an den Haaren herbeigezogen. Wörtlich genommen? Ja, die erste an der Kehle. Die erste Hälfte fand ich wirklich schön. Und die zweite war halt so, ja, wir müssen es zu Ende bringen, mäßig. Ich wollte noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Wie so oft. Ja, es ist halt wieder mal die klassische King-Kurzgeschichte. Es hätte so schön sein können. Hinten raus versaut es dann halt wieder, weil er keine Lust mehr drauf hat. Den Eindruck hat man immer. Er hat Lust auf die Idee, aber er hat keine Lust, sie zu Ende zu bringen. Aber auch da muss ich sagen, wir hatten schon deutlich Schlimmeres und wir werden auch noch deutlich Schlimmeres haben. Von daher hatte ich da schon durchaus meinen Spaß dran. Aber ich muss sagen, mir ist es am Anfang ein bisschen schwer gefallen, da so reinzukommen in die ganze Sache, weil ich irgendwie immer darauf gewartet habe, dass das Viech wirklich aus der Kiste dann irgendwann mal rauskommt. So richtig raus. So. Und dann mordend und brandschatzend durch das Gebäude wuselt. Die Uni abschlachtet, ja. Gut, es war 1979, da musste man sowas neu bringen. Ja, gut, guter Punkt. Aber die Uni hat doch einen Namen. Es steht nämlich auf der Kiste zu verschiffen zur Horlicks-Universität. Das habe ich gesehen. Ich war mir aber nicht sicher, ob das quasi die Endstation ist oder ob das Ding eigentlich losgeschickt werden wollte, aber es den Versender gefressen hat. Ja, auf dem Aufkleber steht sonst noch drauf, Via Julia Carpenter. Ich hätte gesagt, der Name ist eine Anspielung, aber 1979 war es noch keine Anspielung. Expedition in die Arktis. Genau, aber es hätte ja nicht, es hätte ja auch sein können, dass es in die Arktis hätte geschickt werden sollen, um verschwunden gelassen zu werden, wie bei Lovecraft ab und zu mal. Ja, Lovecraft oder auch Edgar Allan Poe, diese und die Expedition wird ja auch ein bisschen beschrieben. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es wirklich so richtig klassisch war. Sie ist ja auch ein bisschen weit rumgekommen. Paella, Santiago, San Francisco, Chicago, New York, Horlicks. Ja, wobei mich diese ganze Expeditionssache, also er erklärt ja dann auch, dass dieses ganze Arktis-Antarktis-Ding zu der Zeit noch nicht so differenziert wurde, sondern dass es nur südlicher und nördlicher Arktis gab in dem Sinne. Habe ich das richtig immer ja, im Kopf? Ja, zu dieser Zeit war 1834, genau. Würde man sagen. Ja. Und das fand ich am Anfang, gut, ich bin jetzt sowieso ein geografisches Rindvieh, von daher wäre mir das ohne Erklärung auch nicht unbedingt aufgefallen. Aber die Idee fand ich recht hübsch. Und wie gesagt, vor allem eben die Fragestellung, sollte das Ding verschwinden? Also hat man es dorthin bringen wollen und es ist schiefgegangen, es dahin zu bringen und deswegen ist es wieder zurück? Oder haben die das irgendwo in der Arktis ausgebuddelt und fanden es toll und haben es mit heimgenommen? Weil ich hätte ja auch gerne so eine wordende Nicht-Fell-Kreatur in meinem Keller wohnen. Du hast doch Jonas. Das Hallo. Stimmt.
Aber Jonas ist nicht schuppig. Ich wohne auch so weit weg, deswegen. Also es wäre tatsächlich interessanter gewesen, wenn das ausgearbeitet worden wäre in der Geschichte und nicht dann diese Ehekrise gelöst. Aber das kriegen wir leider nicht. Habt ihr denn mit den Charakteren irgendwie eine Bindung aufbauen können? Ich meine, wir haben uns ja im letzten Buch wenigstens aufregen können, dass die Charaktere zwar blass bleiben, aber wenigstens ausreichend dumm sind, dass man sich über sie aufregen kann. Diesmal habe ich so überhaupt keine richtige Bindung gefunden. Sie sind wieder unglaublich blass, aber ich finde, sie funktionieren, weil sie extrem stereotyp sind. Man weiß, worauf man sich einlässt, man weiß, was diese... Man kennt die keifende Ehefrau. Ja, ist alles... Wir hatten alle schon mal eine. Gähnende Lehre. Spielst du eigentlich noch Schach, Christian? Wir haben... Nein, ich trinke. Als kleine Erinnerung, wir haben noch eine Partie Schach offen. Ja, da war was, seit Jahrhunderten. 2007. Ihr merkt also, die Geschichte ist nicht ganz an der Realität vorbei. Da kommen wir in den späteren Folgen. Ich habe seitdem geheiratet. Nein, aber generell, also ich fand die Beschreibung, ich glaube, von Henry sehr, sehr gut, wie er halt eigentlich als das dargestellt ist, was normalerweise die hysterische Frau wäre, der sich aber gleichzeitig eben in Gegenwart seines Freundes so langsam beruhigt und mäßigt und langsam ankommt. Oder habe ich die beiden jetzt verwechselt? Henry ist der Freund. Ja, dann den anderen. Also wie er halt wirklich als eigentlich das hysterische Weib dargestellt wird, in seiner ganzen Aufregung und in seiner ganzen Angst. Das erstmal auf einer Männerrolle zu lesen, ist schon mal interessant, kann man auch nicht oft. Aber wie gesagt, und dann eben den Kontrast dazu, wie es dann entsprechend sich entwickelt, dass er wirklich in Gegenwart seines Freundes so entspannt wird, fand ich eigentlich eine ganz nette Charakterisierung dieser Männerfreundschaft. Wenn auch die einzige. Ja, also man glaubt den beiden schon, dass sie sich eine Zeit lang schon kennen und dass diese Stereotypen Männerfreunde sind. Genau. Diese alten Universitätsprofessoren oder sowas, die dann abends zusammen Schach spielen. Ja, das nimmt man eigentlich den Figuren ab. Und was ich auch noch ganz hübsch fand, war diese Sache, dass eben die Frau den anderen mehr oder weniger die Karriere schon gekostet hat, weil sie eben sich in keiner Form benehmen kann auf geschäftlichen Anlässen und derartigen. Das fand ich eigentlich eine ganz hübsche Idee an der ganzen Story. Wobei ich fand, um die zweite Hälfte plausibel zu gestalten der Geschichte, hätte diese Frau noch ein bisschen mehr Stimmer sein müssen. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, tot geklappt hätte ich sie wahrscheinlich auch. Ja, aber wenn sie noch ein bisschen ziegiger gewesen wäre. Ja, sie trat ja auch nie echt in Erscheinung, sondern im Prinzip wurde nur gesagt, das ist Wilma, bitte nennen Sie mich Billy, das sind alle so. Naja gut, aber gerade am Ende, wo er sie eben dorthin lockt, das wird ja auch beschrieben, wie sie sich mit ihm unterhält und eben so dieses klassische Thema Curiosity killed the cat. Ja, ihr merkt, ich kann kein Englisch, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Aber dieses eben, sie ist neugierig, sie muss unbedingt alles unbedingt wissen und im Detail wissen. Und sie macht sich ja auch vollkommen über den besten Freund ihres Mannes ja lustig, dass er ja endlich da mit seiner Affäre, die er ja hat, endlich auf die Fresse geflogen ist und endlich einen Skandal produziert hat, auf den sie ja schon lange gewartet hat, weil er taugt ja zu nichts und so weiter und so fort. Also, ich fand die schon sehr realistisch nervig gezeichnet. Ob man dann das jetzt unbedingt mit einer Kiste mit bösen Lebewesen klären muss, ist zweitens, aber... Wenn man eine da hat. Wenn eine da ist, genau. Aber jetzt ist die Frage, woher kommt denn die Kiste? Habt ihr eine Theorie? Aus einer Lovecraft-Story. Ich hab ehrlich gesagt ernsthaft überlegt, gab es nicht sogar mal wirklich sowas Ähnliches mit so einer Kiste? Direkt fällt es mir jetzt nicht ein, aber der Aufbau der Geschichte... Ja, der Aufbau und die Arktis natürlich und so weiter... Genau. Alles so klassisch. Also entweder kommt die Kiste aus der Arktis oder vielleicht auch aus einer Parallelwelt. Es könnte auch aus einer Traumwelt sein, da hast du recht. Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, wo es haarlose
Knubbelwesen gibt. Aber du warst noch nicht im Westerwald, oder? Aber rein technisch ist es durchaus möglich, ja. Und fandet ihr denn die Beschreibung von dem Viech realistisch bedrohlich in irgendeiner Form? Oder? Ausreichend, fand ich. Also ich hätte es gerne als Haustier gehabt. Ich glaube, ich hätte es gerne getötet. Ich fand eigentlich die Truhe schöner als die Vorstellung, dass da wirklich was drin wohnt und Menschen... Also es war gerade wenig genug Information. Es hätte noch ein bisschen weniger sein können. Ja. Man hat eben gesagt, dunkelbraun schuppig und trocken und dann eulenartige Augen, aber viel kleiner. Die Beschreibung von Augen hätte mir eigentlich schon gereicht, weil dieses zahnige und maulartige hat man ja durch die Truhe, die vernagelt ist. Ja, genau, quasi, dass man sich vorstellt, okay, da ist eine dunkle Truhe und man sieht so gerade irgendwie Reflexionen in den Augen oder sowas. Genau. Da hat er sich einmal diesen Witz mit dem scharlachroten Auge verknüpfen und dann ist es auch wieder verkehrt, ne? Das ist furchtbar. Es hätte nicht wahrscheinlich rot sein müssen. Es hätten einfach nicht Reflexionen sein können. Wobei er war noch jung damals. Das stimmt. Wahrscheinlich wusste er es da noch nicht besser. Nein, aber wie gesagt, also ich fand das Vieh an sich eigentlich ganz knuffig. Ich könnte mir das gut als Haustier vorstellen, weil man hat da ja durchaus ein paar Kandidaten für den Keller. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Oh, schon. Nein, aber die Beschreibung von der Kiste selber fand ich echt hübsch. Und auch eben diese angedeutete Historie, die dahinter steckt. Die hat mir gut gefallen, ja. Das Einzige, was ich nicht so richtig verstanden habe, der Hausmeister bricht ja das Ding auf. Oder versucht es zumindest aufzubrechen. Und es gelingt ihm ja dummerweise, blöderweise auch. Den Hausmeister fand ich übrigens sehr sympathisch gezeichnet. Es ist einer der eigentlich sympathischsten Charaktere in der Geschichte. Ja, da hätten wir thematisch auch schon wieder Arbeiterklasse, Akademiker, die ganz frühen Themen drin. Genau. Nein, und ihn erwischt es natürlich demzufolge als Ersten. Kann man jetzt auch symbolisch sehen, wenn man das möchte. Aber, er war mir, wie gesagt, erstmal sehr sympathisch. Aber was ich nicht so richtig verstanden habe, die Kiste fällt doch runter und ist ja schon angeratscht. Oder fällt die erst bei dem zweiten Menschen runter? Also irgendwann fällt die Kiste auf jeden Fall runter. Und eigentlich hätte sie da meiner Meinung nach kaputt gehen müssen. Ist aber nie kaputt gegangen. Ja, das ist eine stabile Kiste, die hat Seetransport hinter sich und alles. Die haben sie ja schon halb aufgehebelt. Ja, drei Bretter vom Deckel abgemacht. Naja, na gut. Ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich weiß nur nicht, wo diese Bretter hin sind, weil die werden nicht erwähnt. Genau. Ob die dann wieder zurück in ihre eigentliche Welt sind? Oder vielleicht hat es das wie einfach gefressen. Das kann ja auch sein. Holz. Ja, nur. Das ist ein großer Holzwurm. Ballaststoffe sind wichtig. Frag mal die Hornissen. Nein, aber wie gesagt, also generell das Viech und die Historie hinter der Kiste, da hätte ich mir gerne mehr Substanz gewünscht dahinter. Ja, also bei der Beschreibung wäre weniger mehr gewesen, aber so die Geschichte der Kiste wäre wirklich interessanter, ja. Und der zweite Tote, dessen Funktion habe ich nicht so ganz verstanden. Warum ist der wirklich nur Filmmaterial, um zu demonstrieren, wie bösartig das Ding ist, oder? Nein. Was ich besonders hübsch fand, war diese Gegenüberstellung zwischen dieser relativ sterilen und elfenbeinturmigen Akademikerwelt und dann dieser Truhe, die ja das komplette Gegenteil eigentlich darstellt. Und deswegen fand ich es sehr schön, dass ausgerechnet ein Doktorand gefressen wird. Als der noch in der Zwischenwelt hängt. Als Massenware, die ja quasi diese Akademikerwelt einfach ausspuckt. Ja. Permanent. Mhm. Und dann frisst die Truhe, die ja aus einer komplett anderen Welt zu kommen scheint und auch die Realität, ich sag mal, die Realität Dinge. Die Realität der Kiste und die Realität der in Anführungsstrichen echten Welt, sag ich mal, fressen die ambitionierten jungen Fachkräfte von heute. Ja. Drücken wir es so aus. Ja. Ja, aber auch dieses dreckige Animalische der Kiste frisst das gebildete, zivilisierte. Hast du mal studiert? Also mit zivilisiert. Ich kann mich daher nur dunkel dran erinnern, aber... Ja,
Aber gut, ich war halt auch Sprachwissenschaftler. Ihr Wissenschaftler seid ja noch mal ein anderer Schlag. Ich sitze allein im Labor und gucke. Da kann man besser heimlich saufen. Oh. Wir haben halt in Gesellschaft gesoffen, aber... Ich darf den Kühlschrank leider nicht dafür benutzen. Ah, das ist doof. Das erinnert mich gerade an die unsichtbare Universität von Pratchett, der ja auch die Professoren und so immer alles macht, die immer auch meistens unbeschadet oder als Orang-Utan verwandelt irgendwo rauskommen. Und die Truhe. Da gibt es auch eine Kiste, ja. Und aber quasi die Studenten für alles verheizt werden können. Mhm. Und die Professoren auch meistens von denen wenig Notiz nehmen oder sonst was und quasi ihnen passiert nichts, aber wenn das jetzt dann der Doktorand oder der Hausmeister ist, dann ist ja auch egal. Ja. Ja. Ja, ansonsten die Charaktere müssten wir jetzt damit eigentlich alle abgehakt haben. Wie gesagt, Substanz gibt das Ganze nicht so viel her. Habt ihr denn Interesse an der Symbolik, darüber zu reden? Du hast das Ganze jetzt schon angeschnitten mit dem Doktoranden. Das ist eine Ebene, die wäre mir so gar nicht unbedingt geläufig gewesen. Okay. Aber finde ich ganz hübsch, kann man durchaus so deuten. Ansonsten, wie gesagt, den klassischen Arbeitskampf hattest du ja schon, Flo, mit der Hausmeister, der zuerst von überfällt. Quasi das Sweatshirt der Akademikerwelt. Und ansonsten haben wir halt, dass eben diese ganze Antarktis-Geschichte sehr für Exotik und unerfüllte Träume und unerfüllte Wünsche steht. Und das fand ich von daher ganz hübsch, aber gleichzeitig eben den Kontrast hat mit dieser Lebensfeindlichkeit. Okay, falls ihr hier die Begleitmusik irgendwie hört, irgendjemand spielt draußen irgendwas. Es könnte natürlich auch sein, dass hier irgendeine Kiste rumhoppelt und wenn wir rauskommen, sind ja alle tot, aber... Vielleicht ist es auch nicht so was Schlimmes, vielleicht haben wir einfach Krieg. Nein, aber diese Lebensfeindlichkeit, die da mitschwingt in dieser ganzen Arktis-Sache, die fand ich ganz hübsch, gerade wenn du es in den Kontrast setzt, dass erst die Frau von ihm sterben muss, damit er seine unerfüllten Träume und Wünsche, eben im Sinne dieser Freundschaft, des heimlich Saufens und so weiter, dann eben wieder ausleben kann. Das fand ich in der Hinsicht eine ganz hübsche Symbolik. Aber ansonsten ist mir jetzt nicht wirklich viel da untergekommen. Ich vermute, dass mit dem Schach noch ein bisschen Symbolik drin ist, aber so genau kann ich das nicht sagen. Ja, halt in erster Linie eben das strategische Denken, das er ja braucht, einerseits um so einen Mord zu begehen und das halt entsprechend... Der eine macht den Zug und erzählt ihm von der Kiste und er macht den Zug und bringt seine Frau um. Das Übliche halt. Genau. Wie Schach läuft. Ich mag Züge. Und auch da möchte ich erwähnen, die Schachnovelle von Stefan Zweig hätte so viel interessanter sein können. So. Ich habe blättert hier immer. Und sucht was. Habt ihr noch andere Geschichten in dieser Sammlung gelesen? Nein. Nicht mal die eine, bei der ich gedacht habe, dass gerade du sie lesen wirst. Ich kann mich nicht erinnern. Da ist eine Geschichte drin von Evan Hunter mit dem Titel Der Scharlachrote König. Oh nein, die ist mir tatsächlich entgangen. Aber es hat natürlich gar nichts mit dem zu tun. Ja. Aber das ist mein Stichwort. Habt ihr denn Querverbindungen? Ja, wenn auch nur sehr obskure. Denn auf der Kiste steht mit schwarzer Kohle das Datum 19. Juni 1834. Und der 19. Juni ist im King-Universum ein sehr, sehr wichtiges Datum. Die Kiste taucht auf. Susanna, es spielt eine sehr wichtige Rolle, weil King sich ja da selbst reingeschrieben hat, Spoiler. Und an diesem 19. Juni tritt er zum Beispiel in dieser Geschichte den anonymen Alkoholikern bei und sein Sohn beendet die Highschool und diverse Sachen, die da immer an diesem 19. Juni auftauchen. Ansonsten gibt es nur einen Querverweis, den hatte Jonas. Die Hordix-Universität werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, schon wiederfinden in Christine. Da sind die Eltern eines der Hauptprotagonisten, der menschlichen Hauptprotagonisten, dort Professoren. Aber vielleicht gibt es ja auch Auto-Universitäten. Nicht in Horlix. Schade. Vielleicht wäre sie da nicht so aggressiv. Ja, dann gibt's wohl keine.
Und sie bremsen beim Spring Break? Nein. Also ja, ihr merkt schon, der Alkoholpegel ist noch nicht hoch genug, aber wir arbeiten daran. Du bist die Einzige, die hier trinkt. Was ich vorhin schon verlautet. Ja, wie darf gesagt, ich an deinem Bauern ziehen? Das ist gerade ein wenig matt. Wie gesagt, es gibt eine Filmadaption in dem Episodenfilm Creepshow. Wir haben entschieden, dass wir über die Filme der Creepshow-Reihe und Geschichten aus der Schattenwelt irgendwann mal eine Sondersendung machen werden, weil es dort auch Geschichten gibt, die gar nicht in Buchform existieren. Deswegen erzähle ich da jetzt gar nicht so viel von. Und eine Comic-Adaption gibt es, die ist so angelehnt an diese EC-Comics aus den 50ern. Die erschien 1989 auch in einer deutschen Ausgabe bei Bastei und ist mittlerweile sehr gesucht und sehr teuer. Ja, und ansonsten gibt es da nicht viel drüber zu erzählen. Mhm. Habt ihr denn zu diesem Buch noch Zitate? Ich schaue wie immer in eine Runde aus leeren Gesichtern, aber nein, wie immer nicht. Warum habe ich euch eigentlich engagiert? Wofür bezahle ich euch eigentlich? Moment, wir werden bezahlen. Ich bin freiwillig hier. Na gut, dann zur Ehrenrettung. Sie waren fest überzeugt davon, dass sie Gold, Silber, Juwelen, vergessene Kulturen, Gott, wer weiß was, sonst noch da finden würden. Und ich habe dieses Zitat erwähnt, weil in meinem Buch fehlt das Komma zwischen, also da ist ein Komma zwischen Gott und wer weiß das. Und Gott suchen in der Antarktik fand ich dann doch ein interessantes Konzept. Ja, aber wenn das Komma fehlt, ich kenne es als Redewendung, Gott, wer weiß das. Sie werden Gott, wer weiß was finden. Das, ja, aber es passt halt so schön in diese Aufzählung rein. Aber ja, ja. Jetzt ist die Frage, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Gott ein Menschenfüße beißendes Echsenwesen ist. Das würde vieles erklären. Aber gut, mit diesen Worten möchte ich euch nicht weiter verstören, sondern euch in den Feierabend entlassen. Denn wenn ihr nichts weiter dazu zu erwähnen habt, großartig. Flo, du schaust so hoffnungslos, also eigentlich wie immer. Ich muss den Papst Fragen stellen. Jonas, gibt's noch weitere Meinungen? Ich möchte jetzt auch ein Bier. Dann bitte ich euch zu allerletzt noch um eure Bewertungen. Hendrik? Auf einer Skala von was bis 1 bis 19, wie immer. 0 bis 19. 0 bis 19, Verzeihung. Oh, ich würde sagen 15. Tatsächlich? Ja, ich habe es heute erst gelesen und es ging gut runter. Wir müssen dich dringend zu besseren Büchern einladen. Okay. Flo? Also 15 gebe ich nicht, aber ich gebe tatsächlich auch 10. Also ich fand es gar nicht so schlecht. Die erste Hälfte vor allem. Ihr macht das doch alles nur, um mich zu sabotieren. Ja. Ja. Jonas? Ich gebe 8 Punkte. Ja, da kann ich gerade noch so damit leben. Dann würde ich mich dessen anschließen und sagen wir mal 7 Punkte geben. Rein aus Prinzip. Sie war nicht scheußlich. Sie ging sehr leicht zu lesen, sie ging sehr schnell. Der Stil und die Wortwahl war gelegentlich sehr grausam. Also grausam im Sinne von stilistisch grausam. Aber ja, man kann es sich antun. Also wenn man das Buch eh rumliegen hat, dafür extra kaufen würde ich es nicht. Aber diese Sammlung an sich kann man schon. Also die Sammlung hat doch interessante Geschichten dabei. Also es sind viele Klassiker dabei. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker. Winston Churchill ist dabei, das ist auch interessant. Und geht dann halt so ein bisschen mehr in die. Und man muss sich nicht ganz so sehr dafür schämen, wie für die letzte. Ich möchte an das letzte Cover erinnern. Das ist diesmal keine nackte Frau auf dem Titel. Nein, das sind einige interessante Autoren dabei. Ramsey Campbell oder na, wo war er denn? Ich habe doch eben jemanden gesehen, den ich mochte. Das war ich. Ach, hallo Flo. Ja, William F. Nolan und das einige interessante Autoren, aber also auf jeden Fall, wenn ihr das Buch eh schon in irgendeiner Form im Sinn habt, das könnt ihr machen, aber für die Geschichte alleine würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ja, Hendrik hat den Bleistift in der Hand, ehe wir jetzt hier die letzte Folge aus dem letzten Jahr nachspielen, würde ich sagen, beenden wir das Elend. Ich bedanke mich ganz sehr fürs Zuhören, ich bedanke mich auch ganz sehr bei der Lara und bei Kai,
Die haben uns nämlich für den heutigen Livestream die Technik gemacht und die Aufnahme. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Die nächste Folge wird Christine sein, wenn ja. ich mich nicht täusche. Und danach bleiben wir bei Curiosity Kills the Cat. Dann kommt Friedhof der Kuscheltiere. Genau, wir freuen uns auf euch, wenn ihr noch Lust habt. Wir suchen immer noch Menschen, die bei uns bei Blut mitmachen. Es gibt einige scheußliche Geschichten, es gibt aber einige auch ganz gute. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Meldet euch einfach bei uns auf Twitter oder wie auch immer ihr gern möchtet. Und wir würden euch dann eventuell, wenn ihr es braucht, das Buch zur Verfügung stellen und euch auch mit der Technik helfen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, danke fürs Zuhören und sauft nicht so viel beim Schach. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. 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 Sind wir noch da? Ich nehme zumindest schon auf. Oh Mist. Hallo, Aufnahme. Select Stream. Bin schon. Select mal rein. Hallo, Stream. Wer das hört, ist selber schuld. Wer das hört, ist doof. Okay. Das heißt, du musst jetzt hier klicken. Okay, muss ich die Taufe? Nein. Ah, okay, nee, nee. So, ich sag nochmal kurz. Was? Okay, also eigentlich so. Ah, okay, das sind Websites. Okay, braucht die irgendeine URL? Danke, Dela, ich mach das erste. Ja, wir auch. Der da war das. Und der hat das Mikro in den Hintergehalten. Naja, dann wird das schon hören. Ja, dann. Das passt so. Klingt realistisch. Ja. Also, klingt nach uns. Wisst nicht, was wir sonst anders machen könnten. Vielleicht ist das auch wieder. Du kannst ja mal testen. Aber irgendwie bin ich jetzt wieder. Hat jemand Zitate? Ich hab eins. Echt? Wie immer. Ich hab mein Zitat an den Hund gefressen. Die Kiste, meinst du? Ja. Nächstes muss noch ins Studio strichen. Ihr gebt Zeichen, wenn wir können, ja? Ja. Also ich hab schon lustig vier Aufnahmen. Oh, das bin ich gewöhnt. Ist das diese ominöse Pre-Show, von der wir mal reden? Nein, der Käsekeller kommt. Die Pre-Show. Gut, dass es die Podcaster ja nicht gehört hat. Was? Nichts. Wegen Käsekeller. Ja, die Pre-Show. Aber ich meine, wenn das nur dieser Link wäre. Nein, das ist okay, dann können die Leute hier die URLs auswählen und da können sie die Also noch sagt er, auf der Originalseite vom Programm, die verlinkt ist, sagt der Stream not exist. Ja, aber ist ja egal, wenn wir den Stream nicht finden, hauptsache die anderen wissen da was von. Also ich weiß nicht, hier also die außerhalb des Raums sind. Schon. Falls uns irgendjemand auf dieser Welt hört. Hallo. Rettet uns. Ja, rettet uns oder bringt mehr Bier. Die Kekse sind auch alle, also Und Ralf sucht seine Datei. Er hat sie gefunden. Also er weiß, wo sie ist. Er hat sie noch nicht gefunden, aber er weiß jetzt, wo sie ist. Gut, also wenn ihr Ralf ärgern wollt, löscht die Datei. Irgendwas hört auf, gemein zu Ralf zu sein. Ralf hat den Kaffee und die Kekse. Seid mehr wie Ralf. Wie, der hat selbst Kaffee und ich mach den jeden Morgen rein. Was machst du ihm jeden Morgen? Kaffee. Ach, und warum machst du uns nie Kaffee? Weil ich nur Ralf vergiften will. Ich höre sie, wenn ich auf Plato höre.
Ich höre uns, das ist ja, wir haben Echo. Echo! Aber Echo? Echo von einer Zum halben Echo. Stunde. Okay, das Stream müsste funktionieren. Gut, ausgezeichnet. Ich hab doch keine Hörer. Ende. Das ist halt nee, das kennen wir. Wir nehmen auf und das wird eigentlich auch Stream. Okay. So, ich glaube, die erste.